Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Limbo. Und wir waren in der letzten Folge beim netten Spinnentanz ja, stehen geblieben. Und wir suchen jetzt einen Weg hinaus, der Spinne zu entkommen, denn die ist uns auf den Fersen. Und ja. Los, 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 los! Los, 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 los! Lauf, Junge, lauf! Lauf, Forrest, lauf! Und ich komme hier nicht hoch und ich wette mit dir, dass die Spinne, das Teil muss oben sein. Und erst wenn die Spinne oben ist, also drauf, oh Gott, oh Gott, kommen wir erst drauf. Guckst du? Guckst du? Was? Nein! Oh je. Oh je. Das sieht für mich nach einer Falle aus. Jetzt ist sie tot. Jetzt ist sie definitiv, jetzt ist sie tot. Die Spinne ist tot. Ich meine, wenn die das jetzt überlebt hat, dann fresse ich einen Besen, weil das geht nicht. Das ist absolut unmöglich. Die hat einen Stein auf den Kopf bekommen. Also bitte. So, und ich kletter über Berg und Hügel. Was? Nein! Was? Nein! Was hätte ich denn machen sollen? Dort hinten ist, dort hinten kommt doch schon wieder die Spinne angewatschelt. Mist. Oh oh. Wie komme ich da drüben? Hängt die fest? Die kommt nicht näher, ne? Die kommt nicht näher. Die kommt nicht näher. Aber die kann uns immer noch töten. Und die, oh, das ist ja ekelhaft. Die hat nur noch ein Bein. Ein Bein hat die. Ein Bein. Und ich schätze mal. Das ist nur ein bisschen ekelhaft. Igitt. I. Igitt. Oh Gott. Oh, I. Oh, oh, oh. Igitt, das wackelt noch. Ich muss jetzt sagen, die kleine Spinne tut mir leid. Können wir das Teil wieder nehmen, um das vielleicht als Brücke dort zu nutzen? Oh, oh Gott, Igitt. Oh nein, Alter. Oh Gott. Die Spinne tut mir furchtbar leid. Ich kletter mal auf dir rum. Uah. Oh, die arme Spinne. Jetzt ist sie definitiv tot. Aber ein Gutes hat es uns, ein Gutes hat es nämlich, sie dient uns als Brücke. Und diese Menschen dort oben, dort ist ein Rabe. Und dort ist ein Mensch drin.
Also eins können wir auf alle Fälle jetzt sagen, die Spinne, die geht uns jetzt nicht mehr auf den Geist. Also die lässt uns jetzt wirklich in Ruhe. Und was ich mich jetzt frage, was sind das für Menschen? Was wollen die von uns? Okay, hier kommen wir nicht hoch. Ich meine, die versuchen ja die ganze Zeit, uns zu töten. Sind wir etwa auf geheimer Mission und... Ja. Mal gucken. Okay, oben sind wir. Ich hoffe, es kommt keine zweite Spinne. Sieht gerade verdächtig danach aus. Vielleicht kommt ja das Muttertier oder das Vatertier. Ih, was liegt dort im Wasser? Oh, ih, guck mal, im Wasser, dort liegen Tote. Dort kommt ja so ein Typ. Und der lässt sich dann auch ertränken? Der Tatsache. Wir haben die Toten benutzt, um uns über die... Naja, wir haben sie halt als Brücke benutzt. Krass. Echt krass. Ich bin doch nicht dumm. Ich bin noch nicht dumm, Junge. Ja, ich weiß, dass das eine Falle ist. Das ist so offensichtlich. Obwohl, ich könnte euch mal zeigen, ne? Ja. Habe ich mal gezeigt. Okay. Wie kommen wir dort am besten rüber? Ha! Mir ist was eingefallen. Wartet. Das ist so menschenabwürdig. Das war mir so klar. Natürlich. Natürlich. Dieser Menschenschänder. Ja. Schön auf den Boden ein bisschen abstreichen. So. Tja, junger Herr dort hinten, der jetzt abgehauen ist. Ih, was ist das dort oben? Seht ihr das? Ih, was ist das? Auf alle Fälle machen die keine vertrauenswürdigen Geräusche. Guck mal, dort sitzt einer. Können wir den? Nein. Ja. Hä? Was? Müssen wir wieder so eine Leiche nehmen? Oder liegt etwas auf dem Boden? Nein. 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 Mysteriös. Ah. Gottes Willen. Ich bin tot. Oh, die Musik.
Die hat uns doch nicht getroffen. Ja, jetzt hat sie uns getroffen. Bein eingeklemmt. Aua. Naja. Das ging vorher besser. Was? Aber was? Nein! Hä? Das geht doch gar nicht! Das ist doch... Okay. Jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Naja, das wird schon noch. Mist. Ja, der arme Junge. Ich muss sagen, ich bin noch niemals so oft tot gegangen wie in diesem Spiel. Halalalalala. Feurika. Ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Oh nein. Der war drüben. Naja. Kleiner Cliffhanger. Kommt ab und zu vor. Aber ich habe eine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Zuerst erwischen die uns nicht. So. Dann kommen die an. Bei mir ist gerade eine Glühbirne aufgegangen. Kommt mal mit. Ich zeig euch, was mir jetzt eingefallen ist. Es ist so easy. Kommt mit. Na, ein bisschen Gehirnschmalz braucht man da schon. Aber auf alle Fälle, die wollen uns töten. Das sind irgendwelche Leute. Das sind irgendwelche Wildnisleute. Und die versuchen uns tatsächlich zu bekommen, damit die uns essen können. Die wollen uns schnabulieren. Und was haben wir hier? Wir haben hier einen Wagen oder sowas. Und wir haben hier ein Seil. Okay. Dann gehe ich mal die Leiter hoch. Naja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich wieder einen Folgenstopp. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei Limbo. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, bis dahin beim Zahnräder drehen. Ja, bis dahin. Tschüssi.